So, wir sind in einer neuen Aufnahmesession und zuallererst muss ich in den Shop, weil der liebe Richard Bugger hat mir erzählt, wie ich mein Problem lösen kann bezüglich der Wasserkühlung. Und zwar brauche ich festes Rohr dafür. Nehmen wir das hier einfach mal. Kaufen wir uns. Weil damit sollen wir um Hindernisse herum Wasserkühlung legen können. Und das wollen wir jetzt testen. So. Feste Rollladen lassen sich in beliebige Form biegen, damit du PCs ein richtig tolles Erscheinungsbild geben kannst. Oder alles, es funktioniert. Welche Blickwinkel der PC betrachtest? Okay, hat mir auch was gesagt. Oh. Hoho. Mach das noch mal weg. So, mal gucken, ob das jetzt was wird. Nee, wir nehmen das noch mal raus, setzen das mal an den Prozessor ran. Das dann so. Das dann so. Okay, jetzt brauchen wir cyanfarbiges Kühlmittel wieder. Okay, ich hatte eigentlich gedacht, dass es das in die andere Richtung läuft. Es funktioniert. Ja. Es funktioniert. Oh, Richard, ich danke dir. Oh Gott, es klappt. Oder doch nicht? Doch. Mit der irgendein bestimmtes Mittel? Nö.
Ich habe gesprenkeltes Kühlmittel rein. Das funktioniert. Eureka! Oh, großartig! Ja! Nice! Direkt den nächsten. Der muss gepimpt werden. Haben wir noch hier Desmond. Lackieren grün. Der ist auch fertig. Alter, wir können jetzt erstmal so richtig ordentlich. Wir geben jetzt erstmal ab. Alter. Endlich. Endlich. Oh, großartig. Alter. Ja, weg damit. Weg damit. Auch mit Dance the Man. Bam, Level 25. So, die sind neu. Fangen wir jetzt mit dir an. Du kriegst erstmal das Schachbrettgehäuse. Nice. Willst du sonst noch was? Fragwürdige Seiten. Sellout. So, das wird der Virenscanner. Oh, jetzt geht's wieder richtig. Jetzt habe ich wieder richtig Motivation. Geil. Kriegt er noch Sellout drauf. Und der Onkel des Fedium kann weggebracht werden. So, dann haben wir noch dich. Cinebench. Muss morgen fertig sein. Erstmal den Pharao hier raussaugen. Dick hin und ab dafür. Den machen wir fertig. Ja. Haben wir noch den hier? Gehäuselüfter. Ah, guck mal hier, dem haben wir ja die hier rausgebaut. Dann setzen wir ihn die neuen mal rein.
Das war's aber nicht. Irgendwo meine Gehäuselüfter. Ich höre immer ein furchtbares Geräusch und das Ganze überhitzt sich. Hier überhitzt eigentlich nichts. Ist aber auch nicht fehlerhaft. Ne, der ist sogar schon ausgetauscht. Was ist das für eine Limitierung an Kohle? Ich verstehe den Auftrag hier nicht so wirklich. Auch mal rausnehmen. Nö. Wir haben doch alles ausgesetzt. Gucken wir mal, ob wir da irgendein Programm für finden. Oh. Jetzt lädt er. Vergessen, CPU anzuschließen. Sehen. Systeminfo laden wir mal. Das wäre sogar zu heiß. Die GPU haben wir ja, die haben wir nicht ausgetauscht, nee. Den Protz halt auch nicht. Ist das doch irgendwas? Den Leistungsmonitor vielleicht mal. Alles gut aus.
Warte mal. Da sind doch zwei RAM-Blöcke drin, ne? Was, wenn einer davon defekt ist? Das sind diese Patriot. Nö. Weiter heile. Ich verstehe es nicht mehr. Du kriegst ein Cinebench. Auf Multicore wieder, ne? Ja. Ich habe ernsthaft keine Ahnung. Wir haben eigentlich alles ausgetauscht. Der müsste eigentlich wieder laufen. Also, warum tut er es nicht? Aber nicht einmal trinken an. Lästig, mächtig. So. Nee, keine Ahnung. Ich komme einfach nicht drauf. Wenn wir erstmal. Haben wir auch sonst nichts mehr? Der lädt gerade noch. Nehmen wir an. Brenzlichen Geruch. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Eieieiei. Nehmen wir an. Vicky Forché, genannt Vickios. Mit meinen Klempner-Kumpels unsere Band, die Mischmanschetten gegründet. Face-Malte extrem getauscht. Glaubt, das bekommen wir hin. Oh. Wie? Wir hatten 10-7. Den hat er, nee, den hat er. Nee, gar nicht. Okay, wenigstens braucht er einen neuen Prozi.
Und zwar mit LGA 1200. So. Gucken wir seine 900 kann er ausgeben. Wo steht denn der 10900er? Der hat aber sicherlich einen anderen Sockel, oder? Ja. Also brauchen wir, wie gesagt, LGA. Nein, LGA. Den Prozessoren, aber nehmen wir den teuersten einfach. Hoffe, dass es damit gemacht ist. Der hier. Komme einfach noch nicht drauf. Die Grafikkarte schon ausgetauscht. Weil die einen Fehler hatte. Er startet. Wieso? Wisst ihr was? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Wenn, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Solange bleibt ihr hier stehen. Der kriegt morgen einen neuen Prozessor. Ja, und damit haben wir Tag und Folge wieder geschafft. Ich finde, wir haben es gut gemacht. Vor allem mit der Wasserkühlung. Dafür nochmal Küsschen aufs Nüsschen. Bis dahin, reingerockt.